Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß, länger kam jetzt kein Video und so weiter mehr. Ich wusste nicht genau, was ich hochladen sollte, statt irgendwas auf Krampf hochzuladen. Deswegen tut es mir auf jeden Fall leid, dass ich eine lange Zeit jetzt wieder inaktiv war. Aber ja, ich habe jetzt in Zukunft vor, so Vlogs zu drehen, was ich an einem Tag mache. Und Leute, sorry, dass ich mich gerade ein bisschen komisch anhöre, ich bin etwas angeschlagen. Auf jeden Fall wollte ich bald so Daily Vlog, also was jetzt, ja, so ein Vlog von meinem ganzen Tag machen. So, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde als Video. Auf jeden Fall machen wir heute ein Peso Wars Unboxing. Ja, das Peso Paket kam leider erst nach einem Monat an, weil ich es auch ein bisschen später bestellt hatte, aber egal, ich bin gespannt, wie der wie es finden wird. Ich habe mich echt die ganze Zeit darauf gefreut, auf die Sachen, dass sie endlich ankommen. Und ja Leute, fangen wir jetzt direkt an. Kleine Werbeunterbrechung für zwischendurch. Ich habe ein Paket von der Marke Viso zugeschickt bekommen. Die Jungs sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich die Marke feiere. Und ja, die haben mir einen coolen Hoodie zugeschickt, in Cream. Packen wir das direkt mal aus. Finde ich auch, haben eine coole Verpackung. Alles ist nachhaltig, also die haben auch so ein Zertifikat. Deswegen habe ich gedacht, es ist cool, mit denen zusammenzuarbeiten. Man merkt direkt, wenn ich hier drauf packe, also auspacke, dann der Stoff gefällt mir gut. Print sieht auch gut aus. Könnte man hier abchecken. Also finde ich cool, das hat so einen eigenen Touch irgendwie so. Also ist jetzt nicht diese 0815. Da sieht man, glaube ich, White Voice ist das, mit so einem Typen, der so eine Pistole in der Hand hält, finde ich ganz cool. Und da steht da Viso, ja, Visual Communication, finde ich cool. Zeige ich mal den Hoodie, könnt ihr mal selber schauen. Mir gefällt die Farbe vom Hoodie sehr und die Farben, die auf dem Print drauf sind. Und ja, der Stoff ist auch sehr dick, falls euch die Sachen euch ansprechen. Checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab und Versand, also Retourenversand ist auch kostenlos. Also falls euch die Sachen nicht gefallen, könnt ihr die kostenlos wieder zurücksenden. Und ja, ich würde sagen, das war's davon. Checkt die Marke gerne ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Kommt uns auch direkt das Paket entgegen. Ich habe nichts Großes bestellt, Leute. Ich habe mir nur den Zip-Hoodie geholt, weil es den ich wollte eigentlich noch die Hose dazu, also die Jogger, aber die war leider ausverkauft. Aber ja, ich bin gespannt, wie der Zipper fitten wird. Ich habe mir den jetzt in einen Grau gestellt. Den fand ich auch überfresh, aber ich bin gespannt, wie der hier sein wird. Boah, Qualität ist einfach so nice bei Peso, ne? Der ist so weich, Leute, also wirklich, ich kann es nicht mehr empfehlen. Der hier, der ist zwar auch sehr weich, aber ich glaube, der ist nochmal etwas besser. Ich weiß aber nicht ganz genau. Ich hoffe, er wird nicht zu groß sein. Sieht ein bisschen groß aus. Aber ich probiere ihn jetzt mal an. Habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, auf die Sachen. Und ja, Leute, ich ziehe es jetzt direkt an und dann seht ihr, ob es an mir fittet. So, Leute, ich hätte jetzt den Zip-Hoodie an. Ich finde, der fittet perfekt an mir. Der ist ehrlich so weich. Ich höre, ich glaube, safe neuer Fave-Zipper. Die Farbe gefällt mir besonders gut, dieses Grau, Leute. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, wie ihr den findet. Und ob ihr euch auch was von Peso Wars geholt habt. Ich finde, hier. Der Fit ist perfekt an den Armen. Ich liebe das an den Armen, dass es hier sowas enger ist. Und dann hier unten, ja, ist auf jeden Fall mega cool. Leider habe ich nicht mehr bestellt, Leute, hätte ich mehr Content für euch. Aber ja, ich hoffe, mit euch passt das so. Ich bin 1,86, weil viele immer fragen. Und welches Size habe ich jetzt bestellt? Ich schaue mal ganz kurz nach. Ich weiß gar nicht, ob ich habe eine M bestellt, oder? Ja, ich habe eine M bestellt und bin 1,86, also mir fit perfekt. Ich glaube, eine L hätte auch gepasst. Von innen ist er auch perfekt. Es ist auf jeden Fall mega bequem alles. Und ja, hat Justin wieder gute Arbeit geleistet und nicht enttäuscht. Die Farben waren auf jeden Fall sehr krass. Ich fand in dem Blau auch meine zweite Lieblingsfarbe. Aber ja, ich habe mich dann für Grau entschieden. Könnt ihr ja gerne reinschreiben, ob ihr euch auch was von den Peso Wars geholt habt. Die Farben waren ja wirklich sehr geil. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, ich weiß, das Video ist ein bisschen kurz gewesen. Aber ich glaube, besser als nichts. Bald kommen jetzt bald wieder mehr Videos, wie ich Vlogs mache oder so. Könnt ihr gerne reinschreiben. Oder wenn ich vielleicht irgendwelche Restaurants testen soll. Leute, ihr seht ja immer mein Story, dass ich viel unterwegs bin. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Lasst dem Video ein Like da, einen Kommentar natürlich. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und folgt mir auf Instagram, da bin ich am aktivsten. Und ja, wir hören uns. Thank you.